Start game. Wir loaden mal. Stage 4. Ich weiß gar nicht, ob da endlos kommen. Ja, da kommen endlos, ne? Erstmal wieder reinkommen. Du hast zwei Kommentare von mir überlesen. Was habe ich? Wo? Auf Twitter oder was? Ah. Meine Frau sagt es mir gerade. Aber ich mir jetzt ziemlich Sorgen um meinen besten Freund, weil er krank geworden ist. Corona oder was? Oder noch was Schlimmeres oder was identisch Schlimmes? Ja, das oben habe ich gelesen, aber das habe ich geschmeichelt. Für mich gelesen, ne? Das andere. Sieht leider danach aus. Gut. Ist ja normalerweise, wenn er keine Vorerkrankung da hat oder so, ne? Ist das ja normalerweise nicht so dramatisch. Das ist zwar, glaube ich, super ätzend, das zu haben. Oh, fuck. Aber ich glaube nicht, die Chance, dass man daran stirbt, ist ja trotzdem sehr, sehr gering, ne? So ist es ja nicht. Ah. Oh. Kommt noch einer von vorne. Der Horror. Was ist denn eigentlich hier noch? Oh, holy water. Und jetzt ist er selbst krank geworden. Ja, das ist natürlich... Das kann dramatisch ausgehen. Zumindest, dass er es hat, ne? Fuck. Ist er schon getestet worden? Oh, jetzt springt er natürlich nicht zurück. Normal springt er immer zurück. Fuck. Das war offscreen. Ich konnte es nicht sehen. Nice. Und die Leute hatten es bis jetzt noch nicht. Und jetzt macht er sich Sorgen, dass es sie dass er sie angesteckt haben könnte. Ja, das ist vom Prinzip, finde ich, wenn man selbst eigentlich keine Vorerkrankung hat, finde ich das viel Schlimmere. Das ist auch das, warum wir, meine Frau und ich, sagen, dass wir nicht irgendwie auf Familiengroßveranstaltungen gehen. Nicht, weil wir uns da anstecken könnten oder so, sondern weil da halt auch meine Eltern sind, die Eltern von meiner Frau. Und das ist natürlich viel dramatischer ist, wenn wir die anstecken, ne? Es ist schon dramatisch, dass sie es haben dann. Aber dramatischer ist, dass sie es von uns haben. Das finde ich viel schlimmer. Ich will nicht... Ich will nicht der sein, der meine Eltern umbringt. Im
übertragenen Sinne, ne? Ich bin's ja nicht, es ist ja die Krankheit, aber es ist einfach aus egoistischen Gründen passiert, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt auf diese Familienfeier gehen. Er ist übrigens Lehrer. Der Lehrer an sich ist schon eine Hochrisikogruppe, ne? Ah! Ich will meine Eltern töten, Topfchen. Oh, kein Ingame-Sound, danke schön. Entschuldigung. Beim Intro so laut. Was kriege ich denn eigentlich jetzt da hinten, wenn ich schon volles Life habe? Kommt dann trotzdem ein Hühnchen oder kommt dann was anderes? Trotzdem ein Hühnchen. Dann hat sich heute so eine Habanero-Soße auf die Zunge getan und nichts gemerkt. Ja, das ist natürlich ein kleines Indiz dafür. Aber ich glaube. Entschuldigung. Ist das wirklich so? Weil ich weiß, es tötet die Geschmacksnerven ab. Aber scharf ist ja vom Prinzip, es ist zwar schon ein Geschmack, aber es ist ja eigentlich Schmerz. Ja. Und das hat ja nichts direkt mit süß-sauer und so weiter zu tun, sondern scharf ist ja einfach nur Schmerzen. Aber ich bin da kein Fachmann. Die Förderbänder sehen zu technisch modern aus für die Zeit. Aber guck mal. Ich bin so ein 80er-Jahre-Typ. Das ist doch the new generation. Hätte auf jeden Fall keine Geschmacksbußen. Ja gut, dann ist es ja recht klar, ne? War so klar. Street of Rage? Ja, genau so sieht's aus vom Prinzip, richtig. Will ich den? Ne, ich will meinen super geilen Schuss hier behalten. Was ist ein Sound? Klar, later. Nach dem Fiasko das letzte Mal, later. Later, Gorby, das Spiel jetzt durch. Schon wieder. Deutschland gegen Schweiz läuft. Oh, unser Kommentator ist wieder dran. Jetzt. Alter! Sagen Noob, aber es wäre noch zu früh. Nee, das ist schon noobig. Aber es ist halt ein Arcade-Automaten-Spiel, ne? Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum der drei Knöpfe belegt sind, aber das ist ja Mega Drive, aka Genesis, ne? Und da gab es ja drei Knöpfe, da gab es ja ABC, ne? Ist das schlimm, dass man sich ja nicht bewegen kann. Ja, das ist echt krass. Also. Naja. Und das ist ja nicht schwerer. Das ist ja nicht schwerer, weil es skilltechnisch schwerer ist. Sondern es ist ja wirklich nur schwerer, weil du halt nicht unendlich Continues hast. Naja. Bei den anderen Spielen hast du wenigstens unendlich Continues gehabt.
Du musst das halt wirklich komplett auswendig kennen, das Spiel, dann kannst du es durchspielen. Ansonsten schaffst du das nicht. Ich hab doch gesagt, in der Fabrik hier gibt's so solche Dinger hier. Da muss man schon sagen, dass die Generation Y von damals, die das durchgemacht hat, schon krass war. Ja, und viel Geld in die Automaten geschmissen hat. Das kommt noch dazu, ne? Ich hab's gewusst, dass diese Zahnräder-Scheiße kommt. Ah, mit Medusen dabei, okay. I'm ready. Na, oder auch nicht. Der lebt doch noch, oder? Oh ne, er geht weg. Klar. Hä? Hä? Ich muss einfach hochlaufen wahrscheinlich. Ich müsste jetzt halt noch einen Boomerang holen. Vielleicht gibt's hier einen. Eine Axt. Oh shit, I understand. Oh, den habe ich schön geworfen. Oh, den auch. Da muss er wieder zurück. 1-0 für Schwyz, Hope Schwyz. Oh, Boss. Soll ich hier saven oder soll ich das nochmal machen? Okay. Okay. Ah. Aber easy, Boss.
Okay, da muss ich weggehen, Stück. Oh fuck, falsch Sprung, falsche Tastenkombi. Easy. Haben wir besser, ne? Oh. Knallhart, Digga, wieso sieht's aus? Können wir besser. Die Axt macht halt wesentlich mehr Schaden. Ja, der kann ja nichts. Den kennen wir auch schon. Aber damals hat der andere Sachen gemacht, ne? Hier, Frankenstein. Gedacht, es wäre Hintergrund. Oh shit, hab nicht abgespeichert. Da hittet er mich halt einfach. Ich glaube, den kann man einfach noch mehr slammen, oder? Wartet mal. Ah, der hittet da schon. Okay, das ist eine Hardcore-Attacke, weil wenn du nah dran bist, kommst du einfach nicht mehr weg, ne? Hat nicht ganz gereicht. Ja klar, Hitless. Ich weiß nicht, ob es Hitless klappt, aber könnte hinkommen. Boah. Easy. Easy. First try. Hitless. Okay. Ach, du bist ein guter Spieler. Nach 10 Mal reloaden. Oh, aber das ist ein Kreis. Warum hittet er mich plötzlich? Ich habe mich nicht bewegt. Guckt. Ah. Okay, das war Fail. Nein! Achso, ducken dann. Thank you.
Ah, ich wollte ihn direkt hitten. Entschuldigung. Gute Spieler spielen WoW zum Ausgleich, versteht ihr? Ja. Okay, die Invincible Frames oder Invincible, wie auch immer man die nennen mag, sind nicht lange. Das war jetzt, jetzt dürft ihr sagen, ich bin ein schlechter Spieler. Ich hab gedacht, der kommt schneller. Schade, dass man nicht geduckt laufen kann, dann wäre es ein bisschen einfacher. Die haben sie aber auch lieblos dahin geklatscht, die Sägeblätter da, ne? Sieht komisch aus, ne? Also ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre im Hintergrund. Ich habe da nicht... Naja, aber es sieht halt sehr blank aus. Da könnte man so ein bisschen weiße Striemen oder Kreise reinmachen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber okay. War Sega. Was willst du erwarten, ne? War halt kein Nintendo. Und kein Dark Souls. Easy Stage. Oh, das könnte... Oh, ach du Scheiße, die bewegen. Da habe ich null gesehen, ich habe gedacht, die drehen sich da oben entlang. Muss der einfach raus? Ja, okay. Ah, und dann kommt wirklich ein Boss. Okay. Alter, willst du, muss ich renne einfach durch. Ich habe ja genug. Ja, einfach durch reicht, okay.
Oh, die Zahnradmaschine. Wo kommt sie hin da? Ah, zu früh. Müssen wir nicht jedes Mal durchlaufen, ne? Ah, zu weit hier auf der Seite. Och, das ist fies. Okay. Ich kann ihn nur geduckt treffen, das war mein Fehler. Okay, dann muss ich einfach oben rechts in der Ecke stehen bleiben, Step.
Machen wir nochmal, oder? Hat der mich gehittet? Ich mach's jetzt ohne Boomerang. Boomerang ist ja kacke. Er hat mich echt gehittet, oder? Ja, hat er. Beim Hochspringen. Der Saftsack. Er ist echt nicht schwer. Er hat aber viele, viele Angriffe, die er macht. Kann man sagen. Versuche immer dreimal, es klappt nicht, ne? Damn. Okay, das war scheiße. Aber auch nicht besser, ne? 2-0, easy. Läuft. Yogi-Bär. Ach, das Level ist ja fertig jetzt. Oh, ich Depp. Da hätte ich vorhin gar nicht weitermachen müssen, weil nach dem Level-Clip kriegt man, glaube ich, Full Life. Naja, haben wir nochmal geschafft. Alles gut. Bewiesen, dass es kein Zufall war. Ja, der war jetzt auch nicht wirklich schwer, ne? Also, das Spiel ist bisher wirklich nur schwer wegen dem Arcade-Effekt. Ne, das ist echt hart. Wegen dem Abspeichern-Shit. Ansonsten ist es bisher nicht so schwer. Da gab's Schlimmere. Wo sind wir jetzt? Versailles Palace, France. Ist klar. Oh, Holy Water aufgenommen. Damn. Okay. Kann ich die hitten? Ich bin gefangen. Kann ich die treffen? Ach, ich kann den Baum unten treffen.
der auch kaputt. Und dann die Viecher. Hä? 2-1, das ging aber fix. Das macht, dass dass die Steuerung anders rumläuft. Oh Gott, ihr seid Arschlöcher. Das macht mir gar keinen Schaden. Das macht einfach nur, dass die Steuerung anders rumläuft. Woher soll ich das denn wissen? Hallo? War das ein Zahnrad-Golem? Ich habe keine Ahnung. Nein, it's safe. Jetzt habe ich schon wieder Holy Water mitgenommen, ich Depp. Da irgendwas? Ich habe gar nichts gesehen. Hief! Schnell, 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 schnell! Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, das ist hart. Komische Stelle. Aber bei denen hier sieht man es halt nicht, dass da Holy Water rauskommt. Nee, nee, nee. Noch ist alles cool. Da ich den hier unten nicht treffe, treffe ich bestimmt, wenn ich es perfekt mache, yo. Ich bin nicht oben. Eigentlich die Axt, natürlich eigentlich den Boomerang. Was ist das? Was?
Was macht der eigentlich? Tausend Stage. Easy. Ha! Er war ja noch dümmer als ich. Nein! Aha! Ach, die kann man abkicken. Dann kann ich einfach unten stehen bleiben, wenn der das wirft, oder? Okay, natürlich aber nicht so nah dran. Hi Dad, grüß dich. Ja, richtig. So, was ist hier? Wie? Ah, ich muss... Ach, das geht zusammen und ich muss es dann hitten. Okay, alles klar. Dann machen wir das nochmal. Obwohl das hier schon ganz gut Schaden gemacht hat bei den Rittern. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, das Holy Water. Als Glaskopf kriegt man auch... Was? Den Folden? Was denn den Folden? Vollen wahrscheinlich, ne? Durch herabfallende Gegenstände. Ja, das ist halt das Problem. Da federt nichts ab, ne? Die Axt ist eigentlich kacke gegen die Ritter. Sperrt. Die sind super fies, ne?
Axt macht aber gut Schaden. Er hat nochmal geworfen. Ja, nicht aushalten. Ich habe aber abgespeichert mit der Axt. Ey! Was für das für eine Hitbox haben die denn? Habt ihr das gesehen? Ah, die explodieren. Ah, okay. Das ist okay. Das ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Zurückspulen bitte. Das ist nicht passiert gerade. Schade. Hey. Die Axt ist richtig kacke hier. Was war hier noch? Holy Water, oder? Nein, nochmal die Axt. Ja, natürlich. Endlich. Was macht der Hitless? Und Kronleuchter trifft immer, der trifft immer, der muss treffen. Ja, nice. Oh, die kenne ich. Wenn die dasselbe machen wie sonst. Oh, die machen doppelt. Das kenne ich nicht. Oh, und dann ist noch. Okay, kann aber nicht viel. Okay, ich habe gedacht, es geht mit Doppel. Naja, muss mal die Pattern rausfinden. Wirklich? Oh, Alter. Ah, natürlich kommt von hinten Ritter. Ja, klar. Schöner Hit.
Was ist das hier? Das ist arschig. Das ist arschig. Ich muss genau den richtigen Abstand haben halt. Oh, das war close. Ja, wie ich das letzte Mal gesagt, dadurch, ich würde das nicht machen mit demselben, wenn ich unendlich Continues hätte. Dann würde ich gerne die Stages immer komplett spielen, aber so ist halt brutal einfach, so geht das nicht. Ich habe keine Lust, immer wieder vom ersten Dings zu starten. Muss doch irgendwas Spezielles sein hier, oder? Keine Ahnung. Sehr dubios. Komme ich, glaube ich, nicht. Pause und ich bin dann mal weg. Bis dann. Tobi, bye bye. Was soll man denn an den ganzen Dinger da oben dran kommen? Oh Gott, ist das fies. Thank you.
Warum hört es da auf plötzlich? Da hört's auf. Da ändert sich die Richtung. Oh, wie krass. Das ist schwierig. Das verwirrt das den Kopf halt komplett, ne? Oh, Alter, hi Kasur, grüß dich. Das verwirrt dich komplett. Das. Nein. Ich verstehe das nicht, wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich da auf dem anderen? Das dreht sich ja immer so, dass ich runterfalle, egal was ich mache. Guck mal, das geht genau andersrum. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss da rechts raus. Nein! Ich muss einfach hier raus. Ich habe schon gedacht, das kann gar nicht sein. Das kannst du nicht schaffen, weil das dreht sich immer so, dass es weggeht, da wo du hinspringst. Okay, hat mich einfach nur verwirrt. Close.
Er darf mich halt nicht treffen, ne? Easy. First try. Sogar ganz nah treffen die mich. Achso, die werden zurückgeschleudert, wenn ich sie hitte. Okay, okay, dann sind sie easy. Ja, Machine Gun Kelly ist am Start. Okay, er kann aber nur oben schießen anscheinend. Das ist halt ein bisschen lame, ne? Oh, und danach kommt noch ein Boss? Okay. Ich muss einfach den nur ausweichen oder die kaputt machen. Also nur in Anführungszeichen. Wie soll ich denn das? Ich kann doch nur vor und zurück laufen. Vielleicht, wenn ich ganz vorne dran stehe, aber der zweite hittet mich auf jeden Fall. Okay, so geht's. Wir gehen nach unten rein. Das ist schlimmer als Envy.
Okay, so hätte er mich trotzdem. Ah! Wie steht's denn? Immer noch 2-1? Easy, ja, Schweiz, die sind nicht so schlecht, ne? Die haben ja auch fast die gleiche Einwohnerzahl als Deutschland. Langsam wird's hässlich hier, das Spiel. So viel Einsatz zeigen wie Gorbin Castlevania. Ja, wenn die abspeichern könnten, wäre es für die leichter, ne? Oh, ist das fies! Das sind ja die klassischen Death-Sensen hier. Da muss das noch ohne Speichern gehen. Was? Die sind aber noch nicht so alt wie du. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Boah! Die verdienen mehr, das stimmt. Wesentlich mehr. Ne? Hm, hab ich den nicht abgesaved hier? Shit.
Weiß er nicht. Ob das ein Zeitevent ist oder. Ja, ist es. Jetzt kommt der echte Boss noch, ne? Na, geht einfach weiter, nein. Nein, nicht loaden. Safen. Oh, nice. Nein, nein, nein. Kein Holy Shitty Water jetzt. Safe, ja. Axt, nee, ich hab den Monsterschuss. Ja, hier geht's irgendwie zum. Jetzt geht's zum finalen Boss. 5-8. Würde ich jetzt mal sagen. Weil super. Oh ja. Ich hab halt. Muss ich unten drunter wahrscheinlich. Jetzt habe ich Holy Water eingesammelt. Ah, Axt ist hier besser. Schade um diesen geilen Schuss, ne? Der war am Anfang schon cool. Aber Axt ist hier wesentlich besser. Ich habe halt nur noch 14. Das ist halt echt nervig. Ich glaube, sie macht gar nichts. Außer mich dumm hitten. Close. Geht, ne? Geht. Oh, da hinten sind noch welche. Shit.
das war ein Scheiß-Try. What? Es wäre auch wieder so viel leichter, wenn die Steuerung entspannter wäre, ne? Aber die Steuerung ist wieder springen, nix drin. Springen, bist du... Ich kann mittlerweile, aber ich kann in der Luft umdrehen, das kann ich mittlerweile. Easy. Hi Reisender. Das ist also Castlevania und Hi Gorby. Das ist eins der ältesten. Das ist das achtälteste Castlevania. Es gab schon sieben davor. Und die haben wir alle durchgespielt. Haben wir das? Ja, haben wir. Hi. Gibt's das noch auf Steam? Ja, die ersten, von den ersten acht gibt es sechs, glaube ich, auf Steam. In einer Compilation. Das spiele ich auch hier, weil das ist für einen Sega Mega Drive rausgekommen und Sega Game Gear. Und das habe ich halt beides nicht mehr. The Castle Proserpina, England. Final Stage sind wir schon. Easy, war ja ganz easy das Game. Mit Speichern ganz entspannt, ne? Noch eine Axt. What? Nein, nein, wir haben jetzt keine schießenden Medusa-Köpfe hier.
das ist Spiegelver... Das ist... Seht ihr das? Ist das buggy oder soll das so? Boah, das ist ja super wir. Boah, aber guck mal, da kann ich doch dann hoch, oder? Jetzt habe ich Holy Water. Boah, das ist ja super wir. Das Bier. Oh, ich hoffe, das soll nicht so sein. Ach, das soll so sein. Alter. Ja, gib mir den Boomerang. Oh, das fickt mich. Das macht... Das... Könnt ihr vergessen, dass... Oh mein Gott. Da wird zwischendrin gespeichert, das... Nein. Ist das wir? Ja! Und gleich kombinieren wir das noch, oder? Yo. Oh, Wahnsinn, oder? Sowas? Ah. Nein! Ich hab nach unten gedrückt und nicht nach oben.
Gott, das hier ein Fuck. Okay, wie speichere jetzt hier? Ich habe jetzt ein Leben verloren, das ist ja nicht schlimm, ne? Oh nein, muss ich wieder von ganz da vorne anfangen? Oh shit. Oh Gott, verguckt. Okay, müssen wir das hier halt nochmal machen. Verwirrt so, du guckst unten auf den Screen und du bist in der Mitte und da ist es schon ein Stück weiter. Gott. Warum springe ich immer so rein? Ich bin so blöd. Ja, ich habe sie abgespeichert. Ja, wird wieder ein Boss sein. Falsche Richtung. Und jetzt ein Boss, ne? Wo geht's schon zu Dracula hoch oder was? Das speichere ich jetzt mal nicht. Nein! Mein Tod. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hä? Okay, da... Boah, so ein Zahnrad. Okay, ich muss Bosse töten. Ah ja, da war ja was. Okay.
Geht doch so, wenn ich so rumschlage. Okay. Oh, das ist random. Kannst du nicht mal merken. Mit einem HP brauche ich da nicht hingehen. Als große Zahnrad-Golem. So ein Heal wäre halt auch cool. Nee. Aber kein Full Life. Könnte mich aber nochmal kaputt gehen lassen eigentlich. Okay, wir kriegen jetzt eh wieder einen anderen Boss. Ich denke, jede Karte steht für einen Boss oder so. Was ist das? Oh, ich krieg Full Life. Und zwar 5000 Mal. Okay. Nice. Das war ja optimal gelöst jetzt von mir, oder? Habe ich genau die richtige Karte gezogen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt direkt. Okay, es sind nicht nur Bosse. Also wieder der Zahnrad-Golem. Hä? War ich zu lahm. Oh, was soll ich da machen? Oh, das ist ja fies. Okay, aber sie haben nicht so viel Leben, ne? Das geht schon, nur du musst dir halt wieder die ganzen Sachen merken. Ja, speichere ich jetzt nicht ab. Hm. Ah ja, der Klassiker. Thank you.
Okay, der geht auch. Nee, Death will ich gar nicht. Nein, okay, ich glaube, ich muss ihn himself jetzt töten. Okay, er schießt einfach auf mich. Mehr kommt jetzt noch. Oh, das ist die Riesenfledermaus, oder? Die kennen wir doch auch aus alten Teilen. Ah, okay, alles klar. Gut, das geht ja alles. Zum Schluss hüpft er jetzt so, oder? Ja, mach doch. Okay. Okay, easy. Machen wir. Das machen wir erstmal weg. Ich hoffe, ich muss zum Schluss nicht noch gegen ihn kämpfen. Aber bestimmt. Ich hätte eigentlich zuerst gerne den da oben. Den da. Das find ich, den finde ich den schwersten. Der hat so viele Moves, da ist das ziemlich unberechenbar irgendwie. Hä? Warum treffe ich den da nicht? Easy. Das war aber heftig, aber normal bei Arcade. Ja, ist schon krass, ne? Wenn du da jedes Mal für ein Continue wieder ein Coin reinwerfen musst. Danke, danke. So, eigentlich ist es egal, wem jetzt. Eigentlich ist es egal. Ah, da komme ich nicht mehr raus. Bad RNG war das. Sekiro Hitless Run? Ja. Vielleicht seht ihr den irgendwann noch. Wenn ich mal nichts mehr anderes zu tun habe, machen wir das. Nein, jetzt ist ja eben. Also im Moment ist ja eh Käse, ne? Wenn, dann müsste ich das ja mal wieder spielen einfach. Also jetzt kannst du das ja vergessen. Ich hoffe so, dass ich nicht gegen Death kämpfe. Das ist immer, in jedem Spiel bisher, richtig Grütze. Richtig Grütze gewesen. Ich habe halt keinen
keine Axt hier jetzt dieses Mal, ne? Ist halt ein bisschen schade. Aber okay, kriegen wir hin. Der Tod ist nicht grundsätzlich wie in Castlevania ein Boss? Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, wie es hier ist. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich gegen ihn kämpfen. Aber das müssen wir nochmal machen. Ich muss nämlich hüpfen und dann nach oben drücken, aber nicht nach rechts, bevor ich hüpfe. Das ist nicht so einfach bei dieser Steuerung, ne? Oh, du hast getroffen? Ja. No hit, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir gegen Death noch ran, ne? Und ich habe keins von diesen Dingern mehr. Scheiße, Mann. Das war's? Der einfachste Deathkampf aller Castlevania-Zeiten bisher. Ah, es geht noch weiter. Ach so, okay. Alles klar. Oh, das ist so ein Riesenberg. Jetzt kommt jetzt schon Dracula. Wir müssen doch gar nicht gegen Dracula kämpfen, oder? Da ging es doch irgendwie um eine Frau, die den irgendwie zum... Vielleicht hat sie ihn aber auch zum Leben erweckt, keine Ahnung. War wahrscheinlich nur der... Ja, es war Death Junior. Geht weiter. Boss jetzt. Nächster Boss wahrscheinlich. Ja, natürlich nächster Boss. Oh. Ha, man kann vor ihr stehen bleiben. Okay, da muss ich dann hüpfen. Easy. Aber warum da vorne dran eine Axt ist, das ist ja krass. Bisschen zu nah. Ach, fuck. Ja, aber das... Der muss No-Hit sein. Der ist nicht schwer. Wenn das alles war. Wenn es nicht noch eine Phase 2 gibt oder so. Wahrscheinlich gibt es noch eine Phase 2.
Gucken wir mal. Der hat eine feste Route. Ja, ja, klar. Der macht zweimal hintereinander dasselbe, bevor er tot ist. Ah, natürlich geht's noch weiter. Okay, das habe ich noch nicht gecheckt. Naja. Feuerwirbel, Feuerstrahl, Schwanzpeitsche und dann nach vorne grabben. Feuerball, Feuerpeitsche, Schweifhieb, 5x Melee, ja. So, jetzt mal gucken, was sie kann. Das war irgendwie komisch. Die macht so vier Kugeln. Wahrscheinlich muss ich sie viermal treffen, weil die Kugeln selbst haben mir nichts gemacht. Ich glaube, die lädt die dann auf zum Feuerball oder so. Wahrscheinlich wieder so wie bei dem Wassertypen. Hat jemand gesehen, warum ich da in der Mitte jetzt gerade Schaden bekommen habe? Man, irgendwo muss ich ja hingehen. Ich kann ja nicht über sie drüber springen. Zu früh. Hey, warum werde ich da? Ich muss ihn, weil er zurückgetrieben wird von meinem Schwung. Okay. Halt einfach absolute Endboss. Ja, so sieht's aus. Vielleicht ist sie das. Vielleicht ist doch schon der Endboss. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich die Dinger hier kaputt machen kann. Nee, kann ich nicht. Ah, sie schießt doch noch einen Feuerball. Ah, eben habe ich es gesehen. Eben hat mich der Feuerball nochmal gehittet. Entweder war ich zu langsam bei ihr oder sie schießt immer einen Feuerball. Ich speichere hier auch zwischen, wenn ich den jetzt einmal No-Hit geschafft habe. Könnte ein bisschen. Ach, wieder zu früh. Greifen auch mit an? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, daraus macht die ihren Feuerball. Das war ein Feuerball, der von hinten kam gerade, der mich gehittet hat. Beim ersten Mal hat es geklappt und beim zweiten Mal nicht. Magiekugeln aus wegfliegen sehen. Okay. Ja, ich glaube, jedes Mal, wenn die einen Feuerball macht, geht's weg. Das heißt, die macht viermal einen Feuerball und danach kommt was anderes. So habe ich das verstanden. Aber mal nochmal genau beobachten. Wenn wir den jetzt mal wieder schaffen hier. Da war ich zu nah dran. Gar nicht machen hier. Ich glaube, jedes Mal, wenn die Kugel... Ich glaube, sie materialisiert mit diesen kugelähnlichen Teilen eben ihre Feuerbälle oder so.
Weil die Feuerbälle hitten mich nicht. Ich kann durchlaufen, ich kann sie auch nicht kaputt machen. Nicht die Feuerbälle, sondern die anderen Dinger da. Jetzt können wir gucken. Ich kann es gleich mal zeigen. Ich kann da durch. Und ich glaube, sie geht nach rechts, wenn ich zu weit links stehe. Und nach links, wenn ich zu weit rechts stehe. Und machen kann ich mit der nichts. Ja, der Feuerball kommt trotzdem noch. Siehst du? Nu? Oh, jetzt macht sie andere Kugeln. Okay, aber das Prinzip wird gleich bleiben. Ah, sie zeigt einfach, dass sie die Königin der Elemente ist. Nochmal, jetzt macht sie es mit Erde. Nein, Wasser. Also Blitz. Okay. Okay, das ist easy. Jetzt kommt Erde. Ah, Schwert. Jetzt kommt Melee. Jetzt wird's böse. Oh, 6 Kugeln. Ah, jetzt kommt nochmal Blitzwasser. Ja. Ah, jetzt kommt nochmal was. Okay. Vielleicht mache ich auch was falsch. Und jetzt? Jetzt ist sie tot. Easy. First try. Ja, die war echt nicht schwer. Du musst wahrscheinlich nur schnell genug hinkommen, ne? Geh mal weg. Dass hier doch noch was passiert. Ich kann weiter. War aber noch nicht der Endboss. Anscheinend hat sie Dracula doch schon erweckt. Was kommt jetzt? Nächster Boss? Ja, es geht immer weiter hoch. Wir sind schon in Stage 6-10. Nächster Boss. Was wird mir angeboten? Nein, ich will kein Holy Water. Postlevania, richtig. Ich hätte gerne mal so wieder Full Life, das wäre nett. Jetzt kommt Dracula, Leute. Ja, er ist es. Ist der Klassiker, drüber hüpfen. Klassiker, drüber hüpfen, schlagen. Sieht man es irgendwie, was er macht? Hab ich ihn gehittet? Ich treffe ihn nicht, oder? 4 Striche mehr als ich.
Treff ihn nicht, ich muss ihn Melee hitten. Hit! Aber das ist ja fies, dass du nicht weißt, was er macht. Hä? Wie sollst du den schaffen? Der macht manchmal nach oben, manchmal nach unten. Erkennt man das irgendwie? Kriegt man auch nicht? Nö, warum auch? Wird ja Geld kosten für die Firma, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich nach... Ob ich sehe, was dann, ob er nach oben macht oder nach unten. Habe ich da genug Zeit, erst auszuweichen? Ah, ich habe genug Zeit, erst auszuweichen. Okay. Oder macht er immer das gleiche Schema? Ne, jetzt hat er zweimal den Feuerball gemacht. Ah, das ist fies. Okay, wenn er das macht, muss ich... Okay. Bei der rotierenden Kugel kann ich drunter durchlaufen, bei dem anderen drüber hüpfen und bei dem mache ich gar nichts, da hüpfe ich einfach zweimal. Zu früh? Ah! Das geht nicht. Das geht nicht. Zweimal hüpfen. Einfach weglaufen. Nee, ist kein Muster. Ich könnte jetzt immer abspeichern. Das ist ja aber Blödsinn, ne? Falsche Richtung. My fault. Du kannst jetzt so schnell reagieren, ne? Super fies. Damit wirklich jeder Funky-Rest eher noch verschwinden. Ja, das stimmt. Mal gucken, ob er irgendwie die Hand anders hält oder sowas, ne? Wenn er das immer machen würde, wäre easy. Ich kann ja eigentlich immer erstmal ein Stück nach hinten laufen, ne? Ah! Eigentlich ist das, glaube ich, eine gute Taktik. Sobald ich sehe, was er macht, drehe ich mich dann rum. Oh, das ist eng. Okay. Ah. Boah, das ist aber... Okay. Komm, Graf Dracula. Easy, saven. Nein, Spaß.
Warum treffe ich den da nicht? Oh, das ist aber auch krass, dass ich dann immer drüber komme, wenn ich rückwärts laufe. Kann ich einfach stehen bleiben? Ich bin eben einfach stehen geblieben, oder? Schießt der vor mir auf den Boden? Testen. Naja, trifft mich. Aber vielleicht muss ich nur ein Stückchen zurückgehen. Eben hat er zweimal genau gleich geschossen. Ja, das geht schon, ne? Na, er muss schon ein bisschen laufen. Das ist so schnell einfach nur. Ich meine, ich habe ja nur halbes Leben, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also da weiß ich nicht, wie ich drankommen soll. Das hier ist das Entspannteste. Und das ist auch, wenn ich dann einmal... Da musst du so schnell reagieren, sonst kommst du nicht mehr drüber, weil das schon wieder in deiner Nähe ist, ne? Das Gute ist, dreimal hintereinander macht er das nie. Oh, jetzt war ich zu lahm. Kann ich immer warten, bis er das macht. Aber das hier ist echt fies. Ha, Gorbi macht doch wenigstens einen Hit. Nö. Der Boomerang trifft halt nicht, ne? Also ich kann ihn wirklich nur Melee hitten. Nackenlade, Dankeschön für den Follow. Wenn ich das richtig gelesen habe, so in der Kürze der Zeit. Dankeschön, sehr, sehr nett. Kannst halt in der Luft nimmer hin und her. Wenn ich kann halt links, rechts drücken in der Luft, es passiert halt nichts mehr, ne? Ich kann mich nur noch umdrehen, das geht noch. Warum? Boah, schön der Mond im Hintergrund. Nice, nice. Ist eigentlich immer hier links? Startet der immer hier links? Ja. Er startet immer mit dem einen, oder? Das heißt, der erste ist Free Hit. Nicht getroffen werden ist das Wichtigste. Jetzt kommen die Feuerbälle wieder.
Also das Einzige, was er zweimal hintereinander machen kann, sind die Feuerbälle. Ja, nochmal in der Mitte, natürlich. Also jetzt könnten Feuerbälle kommen. Nein, gut. Nice. Wenn man das weiß, geht's. Jetzt kommen Feuerbälle, definitiv. Oder auch nicht. Dann kommen sie jetzt. Jetzt können sie kommen. Dreimal hintereinander hat er es noch nie gemacht. Ah. Wenigstens hinten dann. Wenn ich schon getroffen werde, warum... Okay. Oh, nicht mittig. Oh. Nein! Falsche Passen-Kombi. Noch zweimal hitten. Einmal. Natürlich, er macht's spannend, er macht's spannend. Natürlich muss ich jetzt nochmal gegen Death ran. Warte mal, ich guck mal, wo ich... Wo muss ich jetzt... Wo fange ich wieder an? Vor Dracula? Nein! Scheiße. Ich lasse mich jetzt töten, dann habe ich Full Life. Ich lasse mich jetzt sterben. Ich hoffe, dass ich die Peitschenstärke noch zurückkriege. Äxte haben wir jetzt, okay. Kann ich eh nicht nutzen gegen ihn. Aber gegen Dings ist das gar nicht schlecht. Gab es hier auch nochmal Äxte? Nee. Heiliges Wasser. Heiliges Wasser geht gegen ihn immer, ne? So, wir haben jetzt die Peitschenstärke, die ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ich glaube, normal gibt es zwei Peitschenstärken, aber... Nein, sie ist nicht so lang! Oh shit, das ist natürlich hardcore jetzt. Die Peitsche ist nicht so lang. Shit. Aber Peitschenstärke ist gleich. Aber für Death ist das natürlich das Todesurteil, jetzt wenn der da immer oben rumsteht. Scheiße. Oh, Fehler. Jetzt muss ich durch. Muss ja auch so irgendwie gehen, ne?
Oh, fuck. Falsche Richtung gelaufen. Da fehlt der Zentimeter, ja. Das ist richtig. Okay, jetzt kommt was anderes. Hoffe ich mal. Der berühmte Zentimeter, der fehlt, ne? Fuck! Wurde ich nochmal getroffen. Oh, muss ich beide gleichzeitig machen. Okay. Da. Boah, ich muss gucken, wo der richtige ist. Hier. Fuck, zu spät. Oh. Wie fies! Er geht einfach auf mich drauf. Bist du jetzt tot? Ja klar. Natürlich! Natürlich! Schmeiß den nächsten Coin ein!
ich kann so nicht abspeichern. Na, ich mache jetzt zum Tryen, aber du kannst ja nicht abspeichern. Ja, der geht aber. Also die Phase ist auch gar nicht so schwer. Ah. Okay, und jetzt das Vieh. Ich habe keine Ahnung. Es leckt auch ein bisschen, ne? Also man sieht das. Man sieht gar nicht genau. Auf P4 bin ich gespannt. Oh, geh weg. Ein Hüpfen. Heck, bemerke ich keinen. Wenn die vier Dinger fliegen, guckst du dir mal genau an. Wenn die alle vier in der Luft sind, diese vier Äxte, der Bombenäxte, was auch immer das ist. Krass. Hallo, andere Richtung. Okay, ich muss dann in die andere Richtung hüpfen. Ach, ducken einfach. Das sieht doch gut aus. Stell dir das mal auf dem Arcade-Automat vor, da schmeißt doch keiner Geld rein. Oder?
Ah! In der Luft trifft mich das anscheinend nicht. Also das Feuer. Du siehst das ja gar nicht so schnell kommen, die Dinger geflogen. Das Feuer trifft dich nicht in die Luft, in der Luft, aber die Stacheln treffen dich in der Luft. Alter, du kannst ja, wie willst du das denn? Hä? Er ist auch so schnell da, ne? Du hüpfst schon, da ist er noch ganz links und er trifft dich trotzdem, weil er so groß ist und super schnell nach rechts kommt. Du musst halt genau in dem Moment hüpfen, wenn das Ding auf den Boden einschlägt. Hüpfen wäre es gewesen. Ja klar, der hat noch, das ist Phase 4 jetzt, oder was? Okay, das ist aber, glaube ich, einfacher. Oh, Alter. Der Seite ist kacke, da wirft er die anders.
Ja, da sehe ich mich. Hallo? Hä? Easy, first try. Wie immer. Was das? Was das? Easy game. Ohne Speichern, einfach durchgezockt. Das war Final Stage und jetzt kriegen wir den Ball, ne? Ganz wichtig, dass wir jetzt nochmal Full Life bekommen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. It looks a left-handed Belmont to set. Ich konnte es nicht lesen. The resurrection of Dracula has been averted. Aber er war doch kurz da. Ah, es war aber nur Death, der sich verkleidet hatte. Es gibt noch ein Alucard-Achievement mit dem anderen Dingenskirchen oder was? Mit dem anderen Charakter. Also es war schon, das Spiel war nice, muss ich sagen, vom Schwierigkeitsgrad. Ja, aber werde ich nicht machen, Nackenlade, ne? Ich bin so, als Achievements sind mir so egal. Ich will die Spiele einfach sehen. Ich muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad her war das genau mein Ding, ne? Nur eben dieses, du hast nur zwei Continues, das führt halt dazu, dass man einfach speichert. Zwischendrin. Weil es einfach, dass die Passwörter, die man bekommt, sogar noch auf genau getimed sind, so wie du gerade bist. Also mit deinem Leben und dein Restleben, also dein Lebensbalken und dein Restleben und deine Continues. Das ist halt komplett Arcade-Automat, ne? Und das ist ein bisschen schade. Das war bei den Vorgängern halt nicht so. Der Boss war cool. Aber die Bosse waren echt nicht so schwer, ne? Muss man sagen. Also da sind wir anders gewohnt von Castlevania. Die Bosse an sich waren echt nicht so schwer. Was aber auch daran liegt, dass es technisch sehr gut war. Bis auf den Endboss, da war es ein bisschen ruckelig und hakelig. Aber kein Vergleich mehr zu den NES-Teilen. Princess of Moss heißt das Ding. Okay. Klassiker, Death. Und Death war mal ein leichter Boss. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welches das war. War das das letzte, das wir gespielt hatten? Wo er oben auf diesem Schiff oben drauf war? Alter, was für ein Horrorboss. Ja, die Medusa, nice. Ja, das nächste ist Vampire's Kiss dann, Leute. Aber damit, das muss ich mir erst, das habe ich halt nicht, ne? Das muss ich emulieren. Ich habe halt, ich habe viele Konsolen hier stehen, ne? Aber kein Super Nintendo.
Denn wenn, dann muss ich da noch so einen Adapter und so einen Scheiß anschließen, da habe ich keinen Bock. Wenn, dann hätte ich gerne Super NT. Ja, aber ein Super NT kostet auf. Gibt es momentan nicht mehr zu kaufen und auf eBay kostet das 800 € plus, ne? Da habe ich. Oder 600 € plus, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Super Nintendo-Spiele hier. Ich würde das nutzen für drei, vier Spiele vielleicht. Erstmal im nächsten Jahr, sag ich mal. Und dann war es das. Und da ist das Geld einfach nicht wert. Na? Krass. Machen wir denn jetzt? Bisschen früher Schluss? Ah, dreiviertel Stunde noch, ne? Isaac ist die Streak auch verloren. Morgen ist WoW. Donnerstag ist vielleicht kein Stream. Musst du nach Hause? Okay. Also Donnerstag ist wahrscheinlich doch Stream. Aber vielleicht ein bisschen später, da meine Frau auf Elternabend.